Moin Leute, willkommen zum nächsten Commentary. Ich wurde getaggt vom lieben JohnBoy9467 und das sind 10 Fragen und ich habe mir gedacht, ich könnte es ein bisschen aufpeppen, habe mir jetzt noch einen Freund mit ins Boot geholt, den lieben Gamer D von Playersite.de. Hallo und willkommen. Und wir werden jetzt zusammen die Fragen beantworten, aber erstmal das Gameplay. Er spielt von VE Prism. Der ist im VE-Clan, ja, müsst ihr euch mal angucken. Der Kanal ist unten verlinkt, auch der Clan-Kanal von denen. Die haben irgendwie 600 Abonnenten. Und es ist auf der Map, wie heißt die, Raid? Hast du Black Ops 2 gezockt? Nee, ne? Naja, nicht so viel. Ja, aber ich glaube, Raid heißt die, da ich letztens schon mal gehabt. Und an sich, das Score weiß ich gerade gar nicht, aber 10 Minuten geht das Video, deswegen haben wir ein bisschen mehr Zeit. Die Fragen, fangen wir mal an mit der ersten Frage, das ist, wie bist du zu YouTube gekommen? Zu YouTube bin ich 2007 gekommen, also 2006 wurde YouTube halt sozusagen öffentlich gestellt und 2007 war ich dann auch am Start mit meinem ersten Kanal, das habe ich aber schon im letzten Commentary irgendwie erwähnt. Da hatte ich auch angefangen mit Gaming-Videos, unter anderem COD2, aber halt keine Commentaries in dem Sinn, wie ich das halt jetzt mache, sondern eher so alles mögliche hochgeladen, weil ich halt so auf dem Rechner hatte. Wie war das bei dir? Wann hast du damit angefangen? Bei mir war das 2009, ich habe das mit einem Kumpel zusammen gemacht und wir haben da, zu der Zeit lief auch ein bisschen Elton vs. Simon, weiß nicht, ob der das was sagt. Ja, na klar. Und ja, zumindest haben wir uns dann so ähnlich gemacht, haben wir dann halt, wir beide gegeneinander drei Spieler rausgesucht und der Beste wurde dann halt ermittelt. Gibt auch nicht viele Folgen, 5 bloß oder so. Ja. Und das wurde uns dann ein bisschen zu langweilig und haben halt ein paar Videos aufgenommen von irgendwelchen Spielen, die wir gekauft haben, das halt aufgenommen und das, ja, ging eine Zeit lang, dann haben wir aufgehört. Und irgendwann später haben wir gesagt, ach komm, können wir wieder machen. Haben wir einen neuen Kanal gegründet und jetzt mittlerweile habe ich meinen eigenen. Ja, ja, vor allem, wo das dann halt mit dieser Let's Play- und Commentator-Szene so losging oder so öffentlich wurde, so extrem geboomt hat, da hat man dann auch irgendwie überlegt, einen neuen Kanal aufzumachen und neu anzufangen. Richtig. War bei mir genauso. Richtig. Ich habe auch dann angefangen. Wir haben uns schon öfters überlegt, wenn wir wirklich dran geblieben wären, was wäre denn gewesen? Hätten wir denn vielleicht noch mehr gehabt? Weil wir haben ja teilweise richtig viele Aufrufe auf unserem alten Kanal. Ja, das ist bei mir genauso. Wo ich nicht weiß, wo die herkommen. Also teilweise ja, 80.000 Aufrufe, einfach so, ich weiß gar nicht. Also. Ja, das ist recht krass. Und wie gesagt, was wäre passiert, hätten wir weitergemacht? Hätten wir vielleicht ein großer YouTuber geworden? Ja. Weil zu der Zeit gab es halt noch nicht diese Masse an YouTuber, deswegen. Also richtig, war die Chance besser gewesen. Vor den ganzen großen Let's Playern, die jetzt so bekannt sind. Das ist ja. So, zweite Frage. Wie alt bist du eigentlich? Ich 20. bin 20. Wir sind beide 20, ja. Aber du bist ein bisschen jünger als ich, oder? Ein paar Monate? Na, September. Okay, dann bist du, ich bin im Mai, dann sind das Juni, Juli, August, September. Ja, 4 Monate ungefähr. 4 Monate, naja, mein Gott, geht ein bisschen. Dritte Frage, was ist dein Lieblingsspiel? Oh, das ist immer so schwer. Das ist genauso wie, wenn einer fragt, was ist dein Lieblingslied oder Lieblingsfilm? Das kann man irgendwie nicht sagen, weil da hat man so viele, das kann man irgendwie nicht. Man müsste eher so fragen, wie war deine Top 3? Welche Spiele findest du gut oder irgendwie sowas? Oder irgendwie so ein Top 5 oder sowas. Dann könnte man wenigstens sagen. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, Lieblingsspiel, ich könnte mich nicht entscheiden zwischen Modern Warfare 1, also COD, und Minecraft. Weil ich habe mit Minecraft die letzten Jahre verbracht. Also ich habe da so viel gezockt. Ja. Also Minecraft ist auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel. Was ich aber auch noch zum Beispiel zähle, ist Monster Hunter, die Serie. Ich muss jetzt nicht auf ein Spiel komplett Dings, ne? Also, Monster Hunter, da hast du auch schon mal ein Commentary rausgehauen. Das ist ja. Hast du so gefeiert. Da wolltest du auch mal, dass ich mir das kaufe. Ich hab's immer noch nicht gemacht. Ansonsten haben wir noch zum Beispiel noch Devil May Cry. Bin ich eigentlich auch großer Fan von. Ja. Und Zelda eigentlich, aber wie gesagt, ist momentan ist die Serie nicht gerade so, ja. Aber da kam doch letztens erst irgendwie so ein Remake raus oder irgendwas Neues? Genau, Zelda Between Worlds für 3DS. Also viele finden es geil. Also ich muss sagen, mich spricht es gar nicht an. Ich hab's mir auch noch nicht gekauft. Okay. Mich spritzt einfach nicht an, weil das ist irgendwie recycelt alles, weil wenn die Welt schon genau gleich ist, dann haben die einfach keine Ideen mehr, so einfach ist es. Und sieht auch nicht jetzt so. Also einfach nur aus. Von der Grafik her ein bisschen aufgebessert, oder wie? Ich finde die Grafik nicht mal schön, ich fand die alte so ja noch schöner. Okay. Wenn man die mal so, ja, das ist einfach so. Und wie gesagt, mich spritzt nicht an, generell auch Skyward Swords, auch letzter Rotz. Wie gesagt, ich hoffe, da kommt noch mal ein bisschen was, aber momentan, nein. Gut. Nächste Frage, wo machst du deine Videos? Zu Hause. Auf dem Mond, auf Klo, manchmal auch in der U-Bahn, keine Ahnung. Also, man sieht es vielleicht, ich sitze in meinem Zimmer. Ja, na, bei mir sieht man es jetzt nicht. Also, ich habe ja jetzt mittlerweile meinen eigenen Aufnahmeraum, meinen eigenen PC-Raum. Hört sich damals an, so Aufnahmeraum, so Studio, alles ja, natürlich, Spotlight. Natürlich. Und, ich habe ja nur so ein halbes Zimmer in meiner Wohnung und habe gedacht, ach komm, schmeiß den Computer da rein und mit einem riesen Schreibtisch und eigentlich schon jetzt recht geil. Ja, davon träume ich auch noch. Ich lebe hier noch in meiner kleinen Kammer. Ich habe wirklich nicht viel Platz und ich kann mich auch nicht austoben und die Wände sind dünn, ich kann ja auch nicht mal brüllen. Das ist auch mal so ein Problem bei mir momentan. Meine Mutter und und ihr Freund sind immer zu Hause in den letzten Tagen und die Wände sind dünn und ich kann auch nicht so rumbrüllen. Du musst mal ein bisschen Rücksicht nehmen. Das war auch das Problem, als ich bei meiner Mutter gewohnt habe, bei meinen Eltern gewohnt habe, wenn du dann aufgenommen hast, die kommt drin, quatscht nur mit dir selbst. Ja.
Kannst du nicht machen. So, nächste Frage. Was machst du am liebsten? Also YouTube mache ich gerne, sieht man ja. Ja, und YouTube, ja, ich gehe 8 Stunden am Tag arbeiten. Wer hätte es gedacht? Mache ich auch ganz oft. Auch, einige Leute gehen auch noch arbeiten, ja. Ja, da alleine das nimmt schon viel Zeit. Im Gegensatz zu mir verdienst du noch nicht deine Millionen mit YouTube. Ja, ja, ich bin ja schon Millionär, wie man sieht. Ja, natürlich. Nee, ich fahre ganz gerne Auto. Was heißt ganz gerne? Ich fahre eigentlich nur Auto, wenn ich wenn ich den Tank voll habe. Wenn ich die Zeit habe, dann. Ja, also ich war jetzt noch nicht so der begeisterte Autofahrer. Nee, ich liebe es. Ich steige einfach auch nachts einfach ins Auto und fahre ein bisschen, mach Musik an. Das ist so entspannend. Das ist mir zu teuer. Dann sitze ich lieber zu Hause und guck mir irgendwelche Videos an. Oder so das Übliche, nur mit Freunden abhängen, mal irgendwie einen Film im Kino angucken und so. Ja, weiter. Würde ich sagen. Weiter? Ja. Achso, du hast dieselben Interessen wie ich. Sehr gut. Ja, ich schließe zusammen. Mich deiner Meinung an. Also ja, sehr gut. Eigentlich macht jeder eigentlich, deswegen. Ja, deswegen. Welche Musik hörst du gerne? Tja, bei mir ist es eher so die Charts, sag ich jetzt mal, was so. Ja, das ist bei mir zum Beispiel gar nicht so. Da doch, das eigentlich schon. Nee. Dann ein bisschen mehr Elektro. Manchmal habe ich dann auch so Ausreißer, was jetzt mir ein bisschen Rap mal anhöre oder. Also, wenn du jetzt zum Beispiel irgendein Lied sagst aus den Charts, ich könnte damit nichts anfangen, weil ich höre auch nie Radio. Ich höre kein Radio. Ich habe im Auto meinen USB-Stick mit meiner Musik drauf. Also, ich höre meistens immer Ami-Rap, so von LL Cool J, 50 Cent, Biggie, Tech 9, Eminem. Ja, da komme ich zum Beispiel nicht ran. Aber ich höre dann auch irgendwie sowas wie, weiß ich, Johnny Cash und sowas, weißt du, so ein bisschen, oder so älteren Rock. Auch AC/DC und sowas und Eagles, ja, Zeug auch. Das, aber ja, das ist schwer Classic. Ja, ja. Das gehört schon dazu. Ja, also wie gesagt, bei mir ist das echt querbeet irgendwo, auf was ich gerade Lust habe. Techno hast du gesagt, ne? Techno, Rammstein auch ganz geil. Rammstein höre ich auch durch einen Kumpel, ja, echt auch irgendwie cool. Obwohl deutsche Musik ist, also Rammstein ist so sozusagen die einzige Band, die ich jetzt irgendwie auch in Deutsch höre, weil irgendwie sonst deutsche Musik interessiert mich nicht so. Auch Deutschrap habe ich damals gehört, also damals die Sido und Azad und Kool Savas und so, aber das ist nicht mehr so meins, also da bin ich jetzt vollkommen raus. War auch nie gewesen. Auch das neue, wie heißen es alle, Bushido und wie heißt der andere, K1 und so, ach, das höre ich gar nicht, das folge ich gar nicht mehr. Was ist dein Lieblingsgetränk? Auch, ich finde, das ist eine schwere Frage, ohne Spaß. Ja. Ich trinke gerne Eistee vielleicht mal. Welche Sorte? Pfirsich, Zitrone? Ja, genau, Pfirsich. Ja. Zitrone geht gar nicht. Momentan, ja, ich habe momentan hier so einen Soda-Stream, einfach so Wasser sprudeln aus der Leitung und dann irgendwelchen Sirup-Scheiß drin. Da hilft ja auch halt wirklich Orange, Cola, Orange, Waldmeister. Ich habe gerade hier meine 7-Up in der Hand, das schmeckt eigentlich wie Sprite, genau dasselbe. Ja, aber mein Lieblingsgetränk an sich, Monster Energy, obwohl ich jetzt seit ein paar Tagen keins mehr getrunken habe. Aber bei mir schon ewig her. Also es ist auch süß, aber irgendwie ist es geil. Aber es kann man auch nur trinken, wenn es kalt ist. Ja, muss kalt sein, anders geht's Cola, nicht. Du kannst Cola auch nur trinken, wenn sie kalt ist. Warme Cola ist das Ranzigste, was es gibt. So schön aus dem Auto gehört und du hast nichts anderes. Und dann auch noch am besten ohne Kohlensäure, so ein Sirup, ey. Oh, nee, muss nicht sein. Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Jetzt sag nichts Falsches. Ja, na du natürlich, ganz klar. Also, wie gesagt, von den größten, ich finde das auch eigentlich auch eine schwere Frage. Kommt ja mal drauf an, welche Richtung jetzt. Zum Beispiel, wenn es um Gaming geht, sag mal Pizmeet, weil die Truppe ist eigentlich generell. Wir können das eingrenzen, Gaming und dann irgendwie. Ja, sag ich, also Gaming ist jetzt allgemein wirklich Pizmeet. Und wenn es dann so auf Comedy geht, ist eher so Ibladi der Fall. Wobei momentan ist nicht mehr ganz so lustig wie früher, aber ich denke, hoffe mal, dass es. Muss ich sagen, Ibladi, ich habe noch nie Ibladi geguckt, noch nie. Ich habe letztens angefangen mit LeFloid, da habe ich 3 Videos geguckt oder so, aber Ibladi noch nie. Also ich bin auch in der deutschen Szene gar nicht so, ich gucke dir gar nicht so viel. Pizmeet hatte ich eine Zeit lang abonniert, habe ich auch gerne geguckt, aber irgendwann habe ich die Lust so an Let's Plays verloren, ich habe auch Gronkh nicht mehr abonniert. Also wenn ich jetzt irgendwie in der Gaming-Szene jemanden nehmen müsste, wäre es Chris Smooth, das ist ein amerikanischer YouTuber. Ja, hast du mir schon erzählt. Und sonst eigentlich so vom Comedy her, sag ich mal, Mr. Technical Difficult. Das ist auch so ein Ami, der halt auch Chatroulette-Videos macht und auch ganz witzig ist und deswegen bin ich auch auf Chatroulette gekommen. Also ich habe durch ihn jetzt angefangen mit Chatroulette, durch Mr. Technical Difficult. Ja, wie gesagt, also ich habe nicht so viele, sag jetzt mal, die gucke. Ja, ich habe momentan viele abonniert, aber bei den meisten halt ausgestellt, dass ich deren Videos sehe, weil, weiß ich nicht, irgendwie, ich komme gar nicht mehr dazu. Da sind zu viele Videos, du kommst gar nicht hinterher. Also vor allem auch, wenn du ganz viele Let's Player abonniert hast, dann gehen ja die Videos immer so 20 Minuten, das kannst du ja gar nicht. Das kannst du gar nicht machen, gar nicht, deswegen. Du musst da schon so eingrenzen. Langsam wird die Zeit knapp, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ja, ich sehe auch gerade. Was war oder ist deine erste Konsole? Tja, also wenn Handheld zuzählt, ist es bei mir der Gameboy, der dicke. Ja, okay, beim dicken halt hatte ich nicht, ich hatte den Color gehabt. Das war mein erster, aber Konsole an sich. Meine Eltern hatten halt den alten gehabt und dann halt einen Pocket gekriegt. Und ja, Konsole ist bei mir die Super Nintendo gewesen. Bei mir war es die PlayStation 1. Die hatte ich nie gehabt. Nee? Ich habe auf der so gerne gezockt. So, wo siehst du dich in einem Jahr? Ja,
Also eigentlich, ich denke nicht, dass sich so viel ändert, ganz ernsthaft. Ich werde weiter noch meine Videos machen, werde hier immer noch wohnen, werde immer noch meine Arbeit haben. Also eigentlich... ja, ja. Also in einem Jahr sehe ich mich irgendwo in Dubai mit einem dicken Bugatti rumfahren. Ja. Ist da Bescheid, ne? Keine Ahnung. Also von den Abonnenten her, wo ich mich jetzt in einem Jahr auf YouTube sehe, vielleicht bei 4000 Abonnenten. Ungefähr. Ey, man kann schwer sagen, weil. Ah, das kannst du auch nicht sagen. Du weißt nicht, was kannst du nicht sagen, wenn du irgendwie pusht bist von irgendjemandem, dann kann das so krass auf jeden Fall hochgehen. Okay, ihr merkt. Okay, ihr merkt. Na gut, das waren die 10 Fragen. Ich hoffe, Johnboy, du bist zufrieden und ja, der Kanal von Player Insight, von Player's Zeit, also Gamer, die ist unten verlinkt. Player Insight, geil. Könnt ihr vorbeigucken, er macht auch Commentaries seit neuestem mal wieder. Er hat eine Pause gehabt zwischendurch. Ja, ich habe kurz eine Pause gehabt durch uns. Ich habe jetzt mittlerweile auch seit neuestem Gaming News, die kommen jeden Samstag. Könnt ihr mal gerne reingucken, eigentlich auch ganz interessant. Ja. Wie gesagt, unten verlinkt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, mach das Beste draus, bis zum nächsten Mal und das letzte Wort überlasse ich dann dir. Ja, ich schließe mich an. Frohen Weihnachten, wollte ich fast noch sagen, aber frohen es ist ja schon vorbei. Guten Rutsch auf alle 2014. Und ja, haut drin. Haut rein, ciao. Like a slave would in the same hood. They said if money didn't change me, then the fame would. Guess I'm just doing me, but folks say I should calm it down. Don't really matter though, long as my mama proud.